Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Revisited Vita-Video von mir, eurem Gameblamer hier. Und ich möchte es mal diesmal direkt am Anfang sagen, wenn euch das Video gefällt und ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, vergesst den Daumen nach oben nicht und das Abonnieren und die Glocke auch nicht vergessen. Damit ich motiviert bin, noch mehr Videos für euch zu machen. Und hier ist Ridge Racer. Ridge Racer war wirklich eins der ersten Spiele, wenn nicht sogar das erste Spiel, was ich damals aus Japan mir habe importieren lassen. Ich habe mir die PlayStation Vita ja, ich konnte ja nicht warten, bis sie in Deutschland kommt, ich habe mir die aus Japan importieren lassen und habe mir Ridge Racer dazu gekauft und ich glaube Ultimate Marvel vs. Capcom 2 oder 3. Und ja, hier sind wir bei Ridge Racer. Wer Ridge Racer noch nicht gesehen hat, mal am Anfang, das hat man jetzt nicht gesehen, weil ich das schon mal gemacht habe, da habe ich mir ein Team ausgesucht. Man muss sich zwischen drei Teams entscheiden. Nein, die Systemsoftware wollen wir nicht aktualisieren. Man muss sich zwischen drei Teams entscheiden. Jetzt kriege ich natürlich keine PlayStation Network-Verbindung hin. Und diese Teams racen quasi gegeneinander. Das sind Rivalen. So, jetzt kann ich natürlich keine Mission laden, weil ich keine Verbindung zum PSN kriege. Kann ich mit meiner Vita leider nicht mehr machen. Und ja, hier in der Werkstatt haben wir zig verschiedene Wagen. Da habe ich jetzt gerade den Pac-Man-Wagen zum Beispiel für mich gemacht. Da habe ich den Hornet. Ich habe hier zig verschiedene Wagen. Wir können ja jetzt mal... Nehmen wir mal den. Und wenn ihr einen Wagen habt, dann könnt ihr da Sachen freischalten. Wie diese hier zum Beispiel. Also es schaltet Doppel- und Dreifach-Nitro frei. Außerdem wird die Aufladeleistung verbessert. Kostet 400 Credits, habe ich aber noch nicht. Diese Credits verdient ihr durch Rennen. Und zwar dadurch, dass ihr Rennen gewinnt im besten Falle. Das könnt ihr machen mit auf Punkte, auf Zeitangriff und Weltrennen. Bei Weltrennen könnt ihr gegen Geister, Online-Kampf gegen andere Leute und natürlich Kopf-an-Kopf-Rennen gegen einen anderen mit einer anderen Vita spielen. Bei Geist habt ihr den Standardgeist. Ihr könnt aber auch Geister aus dem Internet runterladen. Das geht jetzt hier leider nicht, weil ich, wie gesagt, meine Systemsoftware nicht aktualisieren kann. Aus verschiedenen Gründen. Dann gibt es hier noch Standort. Möchtest du Nier starten? Ja, starten wir mal eben Nier. Das braucht nämlich kein PlayStation Network, glaube ich. Ich glaube, Nier wird gar nicht mehr unterstützt, oder? Du kannst Spieletabellen, bla bla bla. Ja, ist okay. Nee, da müssten wir auch die Software wieder aktualisieren. Das wollen wir aber nicht. Machen wir das wieder zu. Gehen wir wieder zurück. So, dann habt ihr hier noch Geist erstellen zum Beispiel. Es sind insgesamt 9 verschiedene Strecken da. Wir nehmen jetzt erstmal die Strecke. Und ja, durch gewonnene Rennen oder gewonnene Rennen gegen Geister oder Zeitrennen kriegt ihr Credits, mit denen ihr euren Wagen immer besser machen könnt. Jetzt machen wir erstmal ein Geistrennen. Bum, bum, bum. Ihr könnt die Ansicht auch so haben, aber das mag ich nicht. Deswegen mache ich die Ansicht wieder so. Ihr könnt mit Analogstick oder mit Steuerkreuz spielen, je nachdem, wie ihr das wollt. Und natürlich geht es ja auch viel um Driften, wie man sieht. Durch Driften ladet ihr euren Nitro auf. Was off the hook.
Und das Wissen, wo man hier driften muss und wo nicht, ist hier das wirklich das A und O, um Rennen zu gewinnen. Weil das Spiel ja jetzt auch schon etwas älter ist, die Geister, die haben es einfach voll drauf. Das sind Profifahrer. Ja, und da ein-, zweimal angeeckt, das wird einem nicht verziehen. Scheiße. Jetzt habe ich die Kontrolle verloren. Nee. Ich glaube, das wird nichts mehr. Und was man immer wieder bei Ridge Racer erwähnen muss, ist einfach die geile Musik. Ich liebe die Musik von Ridge Racer. Tja. Kann man nichts machen. Aber geile Musik haben wir gehabt. Naja, immerhin 110 Credits. Das sind die Geistrennen, die man machen kann. Dann haben wir die Möglichkeit, auf Punkte zu rennen. Also das sind dann auch wirklich, da kann man übrigens hier auch die Strecken, die kann man auch umdrehen, die kann man reverse fahren. Man kann auch andere Strecken auswählen. Nehmen wir mal die South Bay Docks. Im Übrigen, das kann ich auch gleich noch zeigen, man kann natürlich auch die Farben von seinem Auto ändern. Man ist da ein bisschen eingeschränkt, aber es reicht eigentlich, um das so ein bisschen zu personalisieren. How will you pass your rivals? How will you tune your machine? And what marks the moment of truth? Take all the 3. So, hier sind jetzt auch noch andere Fahrer da. Wie ihr seht, bin ich Platz 8. Oh, fuck.
laps to go. You're slipstreaming. Normalerweise lädt man mit dem ganzen Driften immer seinen Nitro auf, aber ich habe ja noch keinen Nitro, den habe ich ja noch nicht freigespielt. Oh fuck. Ja, sowas wird einem nicht verziehen. Ein Patzer und man ist wieder hinten. Ach, ihr habt doch ein Nitro. Wo habe ich den denn jetzt her? Ah, wisst ihr, woran das liegt? Ich dachte, ich habe kein Nitro. Mein blödes Webcam-Bild, mein blödes Gesicht ist über der Nitro-Anzeige. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub es ja nicht. Mann. So, 110 beenden. Boah, und die Musik halt so mega geil. Da spielt man Ridge Racer eigentlich einfach nur, um die Musik zu hören. Mega geil einfach. Ich liebe es. So, jetzt haben wir genug für die erste Erweiterung, die wir uns in der Werkstatt holen. Zack, Upgrade Kits. Da, Nitro-Erweiterung holen wir. So. Das Blöde ist, man weiß halt nie, nicht immer, was dahinter ist. Na, hier zum Beispiel in diesem Block sind nützliche Tipps enthalten. Dafür brauche ich aber wieder 400 CR. Die ich jetzt im Moment ja nicht habe. Und hier kann man mal gucken, das ist ein riesen Skilltree, der aufgefüllt wird. Ein riesiger Skilltree. Und wie gesagt, hier kann man auch die Farben ändern ein bisschen. Farbe 1 machen wir mal hier. Dann nehmen wir da Orange. Die Felgen nehmen wir Blau. Richtig schön bunt. Ach, ich habe nicht OK gedrückt. So, dann fahren wir natürlich auch mit diesen Farben. In Einstellungen für das Auto können wir noch aussuchen, ob wir die Fahrzeuganpassung dynamisch, Standard oder Mindest Driftverhalten. Dann ob Automatik oder manuell
und kmh oder miles per hour. So, ja, und dann haben wir noch Zeitangriff. Das ist das Letzte, was hier noch bleibt. Da haben wir Rundenzeitangriff oder Gesamtzeitangriff. Dann machen wir kurz mal Rundenzeitangriff. Dann gehen wir nochmal Sunset Heights. Keine Geister anzeigen. Da wollen wir einfach mal entspannt selber gucken, was wir so drauf haben. Und wie gesagt, normal könnt ihr auch online gegen andere fahren. Das kann ich jetzt mit meiner PlayStation Vita im Moment nicht machen. Das könnte ich mit meiner anderen machen. Aber wenn ich dann da Video-Capture-Zeugs aufnehmen will, kann ich wieder nicht online gehen. Es ist ein Teufelskreis. 3, 2, 1, go! Und jetzt seht ihr auch die Nitro-Anzeige. Ich dachte echt die ganze Zeit, ich habe kein Nitro. Das Nitro ladet ihr halt durch das Driften auf. Oh, angeeckt. So. Das waren noch drei Runden, oder? Naja, da könnt ihr dann halt gegen die Zeit fahren und versuchen, die beste Runde zu kriegen. Natürlich hier Skill-Level, das ist auch, wenn ihr gegen Geister fahrt oder so weiter, ihr werdet im Level immer weiter aufsteigen. Und ja, da könnt ihr das zum Beispiel hier auch hochladen, steht da ja. Dann können andere Leute gegen euch fahren. Im Geistermenü, Geist speichern. Speichert ihr euren eigenen Geist.
für euch selber auf eurer Vita. Und wie gesagt, ihr könnt ihn dann auch hochladen, andere Gegenden fahren lassen. Unsere Platzierung können wir jetzt wieder nicht nachgucken, weil wir uns da wieder verbinden müssten mit dem Internet. Kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. So, ja, und ich muss einfach sagen, wirklich, für mich ist heute noch Ridge Racer das beste Racing-Game, das es gibt für die PlayStation Vita. Wenn ihr euch das holen wollt, guckt mal unter meinem Video, da sind Links nach Amazon, um sich eine PlayStation Vita zu holen, um sich Ridge Racer zu holen. Und dann ballert los, weil dieses Spiel hat echt was drauf. Das spiele ich mega gerne, immer wieder, auch unterwegs. Und ja, gönnt euch das einfach mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.